Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stray und dem Beagle. Und ich bin so komisch hier. Borgeborg, weil mein Timer so eigenartig eingestellt war, mein Handy so weit weg. So. Also, ihr Lieben, ich habe da kratzte sich sofort. Ich habe letzte Mal noch, weil ich ja nicht mehr weiter aufgenommen habe, nachdem ich bei dem Dude die erste Note abgegeben habe, mir aber die Trophäe geholt für eine Stunde schlafen. Ich habe also nebenher das einfach laufen lassen und bin dann rübergegangen, habe mich Bett fertig gemacht, habe noch kurz ein bisschen mit in Wakanda Forever reingeguckt. Da wurde nämlich hier geguckt. Ne, die Tüte mache ich bestimmt nicht nochmal. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie komme ich denn immer in Menü? Ah, Erinnerungen. Da. Okay. Da steht folgen den Zahlen geschrieben, aber es sieht aus wie eine binäre Sprache, eine Abfolge von Nullen und Einsen. Folgt den Zahlen. Wir müssen diesen Code auf irgendeine Weise entschlüsseln können. Wahrscheinlich hat's was mit dem Safe zu tun. Ja. Der Zugang zur Kanalisation ist aufgrund von den Zurks. Ah, das hatten wir schon. Denn nein, falsch. Ach so. Könnte das hier was damit zu tun haben? Vierstellig brauchen wir, ja. Die sind ja alle da vierstellig, ne? Aber es gibt nie eine Null mit drin. Also. Fünf, sieben, neun, acht. Ich probiere das jetzt einfach mal. Fünf, sieben, neun. Oh, was? Fünf, sieben, neun. Ich muss mich dran gewöhnen, dass ich hier ja mit Dreieck das mache. Zwei, vier, sechs, sechs. Zwei, vier, sechs, sechs. Das ist auch nicht. Sieben, acht, acht, neun. Wetten, ich bin eigentlich voll falsch. Sieben, acht, acht, neun. Acht, neun, sieben. Ich glaube, ich bin voll falsch. Die gehen nicht. Das kann ich nicht lesen. 5, 4, 1, 3. 5, 4, 1, 3. Ne, es hat nichts mit den Zahlen hier zu tun. Eine Zahl ist da noch, aber nicht lesbar. Na gut, dann nicht. Dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Also, wir sollen mehr Noten finden. Mehr Energy Drinks finden. Uns allgemein mal hier umgucken. Klopfe ich damit oder kratze ich mich damit nur? Bitte sei nicht zu kindisch, ich werde dir nicht wehtun. Was? Was? Was war das denn jetzt? No one knows. Warte. Hoffentlich lassen die Jungs nicht wieder einen Farbeimer fallen, sonst wird Cosma sauer. Und Zoe sprechen. Na dann. Ein Farbeimer, ja? Dann wollen wir das doch mal machen. Bist du einer der Störenfriede, die auf dem Dach mit Farbeimern spielen? Hau ab mit dem Farbe. Ich bin es satt, wegen eurer Schweinerei durch die Treppe zu putzen. Aha, dann wollen wir mal schauen. Einmal hier und hier. Wie komme ich denn darüber? Wo ist denn der Farbeimer? Da oben ist der Farbeimer. Ich versuche es mal von der anderen Seite.
da hoch. Da hoch. Cool sein. Da hoch. Noch cooler sein. Da hoch. Warte. Nein, da hoch. Da hoch. Jawohl. Und jetzt einmal reden. Lass Vapora bitte in Ruhe, sie ist zu tollpatschig. Okay. Also ist meine Wahl der anderen Seite. Boah, alter Falter. Hallo. Vorsicht, ich muss mich konzentrieren. Ich will nicht noch einen Eimer fallen lassen. Hoppala. Welch ein unglaubliches Versehen. Gute Katze. Ups. Das ist auch natürlich eine valide Reaktion. Ups. Jetzt will ich runter. Wie gehe ich denn am besten runter? Nee, 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 nee. Mietz, nein. Nein, nein, nein. Ich putz wieder die Treppe meines Ladens. Hör auf, bei meinem Laden zu spielen, du tollpatschige Racker. Ist okay. 11. Die haben einen Kalender hier hängen. Das irritiert mich irgendwie enorm. Ist denn hier irgendwas für mich? Ich meine, hier muss es ja irgendwas für mich geben, sonst hätten sie mich hier nicht. Nee. Ich bin mir noch sicher, ich. Oh. Wollte das nicht der Typ da hinten haben? Wartet mal, das probiere ich jetzt aus. Nein, renne ich so, renne ich. Hallo? Hallo, ich will mit dir reden. Entschuldigung, ich will aber mit dir reden. Ich will mit dir reden, hallo. Ey, Dude. Ist ihm egal. Na gut. Warte mal. Übersetzen. Tauschhändler, Super Spirit Wäscherei, Omas Kleidung, Elliot Programmierung. In der Reihenfolge, also ist der Tauschhändler dort vorne. Nee, da ist der Musiker. Dann war der hier irgendwo. Oh Leute, nee, da ist der Musiker. Oder? Ja, das ist der Musiker. Oh, kann ich eigentlich an den Automaten auch ran? Nein. Irgendwann werde ich die Orientierung haben. Nochmal, hallo, was willst du jetzt? Das ist ein Strom, das Beste auf dem Markt. Zum Tausch ist dafür super Spiritus rein. Das ist das Beste, was ich tun kann. Machen wir doch mal. Bitteschön. Das hier ist ein uraltes Relikt, ein Zeugnis für Talent unserer Vorfahren. 3 Dosen Energy. Wie komme ich denn an 3 Dosen Energy? Schauen uns hier erstmal nochmal um. Ich weiß nicht, warum ich die Stromkabel gekauft habe, aber die können wir bestimmt für irgendwas gebrauchen. Bin mir sicher. Jojo, Jojo. All die verqueren Sachen passieren immer dir, Kumpel. Ich traue mich nicht, unser Dorf zu verlassen. Es ist zu gefährlich. Außerdem ist der Wächter der Einzige, der diese Tür öffnen kann. Oh, er war verliebt mit der... Das will ich nochmal sehen. Oh, guckt es euch an.
Ich habe es auf die Straße liegen gelassen und am nächsten Tag die Zirks es komplett aufgefressen. Das ist doch verrückt, oder? Sie verschlingen einfach alles. Kann ich das hier auch machen? Ah, ist das süß, Alter, das ist so süß. Was kann ich denn hier machen? Ach so, ein Nickerchen machen. Okay, Entschuldigung, nein, ist okay. Oh Leute, das Spiel ist so Zucker. Ich komme da gar nicht drüber weg, wie Zucker das ist. Ich muss bestimmt auch noch viel mehr auf den Dächern machen. Aber bis dahin möchte ich mich erstmal hier unten umgesehen haben. Weil guck mal, hier sind noch mehr Leute. Oma hat mir diese Kleidung gemacht. Ganz schön schick, oder? Ja. Ganz schön schick. Willst du etwas? Vielleicht. Willst du etwas? Ja, weiß ich nicht. Ich habe nur Stromkabel. Und du? Omas Kleidung. Hallo Kleines, hast du etwas Stromkabel für mich? Ich würde gerne einen Poncho für dich schicken, aber dazu brauche ich eben Kabel. Ach so. Ja, komm. Cool. Oh, Stromkabel. Kann ich den dann tragen? So richtig cool. Bitte sehr, Kleines. Das wird dir gut stehen. Kann ich es denn auch tragen? Perfekt für einen fröstelten Roboter. Ah! Okay. Nee, so zoome ich, so renne ich. Gut, gut. Okay. Hier sieht's düster aus. Ich hoffe, hier passiert mir nichts. Oh, was haben wir denn hier? Eine Tür. Es ist okay, du kannst gehen. Der Wächter sagt, dass es nicht die Zirks waren. Aber du sollst mir die Tür aufmachen, Dude. Folge den Zahlen. Was könnte Folge den Zahlen heißen? Ich weiß es einfach nicht. Aber hier ist jetzt nicht so viel. Oh, ein Energy Drink. Das ist eine kluge Katze, Leute. Das ist eine sehr kluge Katze. So, was haben wir denn hier? Ruht in Frieden, ihr Menschen. Es gab also Menschen. Okay. Die Menschen waren die ersten Bewohner hier. Jetzt scheinen sie alle tot zu sein. Was glaubst du, wie es ist, tot zu sein? Ich weiß, es klingt albern, wenn ich das sage, aber sind sie wirklich in Frieden? Werde ich in Frieden sein, wenn ich sterbe? Ich weiß nicht, wie sich der Tod für einen KI anfühlt. Tut mir leid, ich wollte die Stimmung nicht verderben. Lass uns weitermachen. Das ist die Frage, ha? Huh? Der läuft hier einfach so gut. Kann ich den zum Fallen bringen? Nein, ich meine so richtig zum Fallen bringen. Nicht nur so, so nehmen. Geht das? Das ist halt die Frage, ne? Also wenn ich, glaube ich, die Treppe oder so erwische. Sowas wie das hier. Ach, Kacke. Oh. Interessiert ihn nicht. Und was verloren hat er auch nicht. Aha. Mhm.
Ich verstehe es nicht, Leute. Elliots Programmierung. Bitte an die Tür klopfen und warten, bis wir öffnen. Er ist doch hingefallen. Was will ich mehr? Carsender Super Omas Elliots Programmierung. Okay. Noch mehr Menschen. Nee, da war ich schon. Ich weiß nicht, was es mir gebracht hat, ihn zum Hinfallen zu bringen, Leute. Ich weiß es einfach nicht. Irgendeine Bedeutung hat das doch, dass ich ihn zum Hinfallen bringen kann, oder? Muss ich ihn am richtigen Ort zum Hinfallen bringen? Ist es das? Elegant, elegant. Jetzt nochmal komplett. Aha, wenn du welche findest, bring sie zu mir. Warte mal, irgendeine Bedeutung hat es doch, dass der fallen kann, oder? Wieso fällt der jetzt nicht mehr? Er fällt nicht mehr, Leute. Er fällt nicht mehr. Ich will, dass der nochmal fällt. Warte doch mal. Nee, er fällt nicht mehr. Das ist jetzt ein bisschen doof. Aber... Er fällt nicht mehr. Willst du etwas? Aha. Ha. Aber es muss doch irgendwas zu bedeuten haben, dass der sein Metallteil in die Mülltonne geschmissen hat, oder? Wer bist du denn? Wenn also heute das Morgen von gestern ist, wird morgen das heute von gestern sein, oder? Die Zeit ist schon seltsam. Wir altern nicht wie unsere Vorfahren, die Weichen. Wir sind hier gefangen, für immer. Boah, das ist ein bisschen depressiv. Anken, such jemand, der den Südeingang der Sicherheitszone überwachen kann. Die Entlohnung beträgt 2 Pinsuai Öl pro Tag. Bitte den Wächter kontaktieren. Okay. Ich weiß, Leute, ich war noch nicht einsatzweise auch nur auf den Dächern, aber guck mal, wie viel wir hier allein auf dem Boden haben. Ach so, das hatten wir schon. Okay, ja. Okay, aber hier hat er was reingeschmissen und ich komme da nicht dran. Warte mal. Kann ich da irgendwie? Von da nach da irgendwie? Hat das wieder mitgenommen? Ich verstehe es nicht. Was kann ich hier machen? Irgendwas muss ich mit dem machen können. Nee, irgendwie weiß ich es nicht. Na gut, ihr Lieben. Da mache ich jetzt hier einen Cut rein, auch wenn ich nicht weiß, was ich mit dem Typen machen soll. Wenn ich an den Energy drink, nein, kann ich nicht.
Komme ich von hier aus aufs Dach? Gute Frage, ne? Ich glaube eher nicht. Nächstes Mal werden wir dann versuchen, auf den Dächern zu streifen, wenn ich denn jemals einen Punkt finde, wie ich auf die Dächer komme. So nicht. Er ist immer noch am Putzen. Und was ist mit ihm hier? Immerhin. Und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Haut rein. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stray und dem Beagle. Ich möchte doch mal zu diesem Programmierer gehen. Wo man... Oh, wer bist du denn? Siehst ein bisschen aus wie Zuck, zumindest aus der Ferne. Sie sehen niedlich aus und hören sich auch so an, aber lass dich nicht täuschen. Die Dinger knabbern sich durch Metall. Sie sind furchterregend. Ja, warum greifen die dann eine Katze an? Ich verstehe es nicht. Teddy. Ja, Entschuldigung. Was ist denn das hier? Hi. Willst du etwas? Das ist ein sehr alter Binärcode, den du hier hast. Nur ein echter Technikfreak kann den lesen. Oh, okay. Okay. Schicke Musik hier, ne? Du bist neu hier. Was kann ich für dich tun? Ich glaube, ich habe nicht. Warte mal. Was passiert, wenn ich ihm das hier zeige? Ja. Momo ist ein echter Fan dieser Mythos. Du solltest ihm es zeigen. Seine Wohnung ist ganz oben. Halte auch schon nach einem orangefarbenen Neonschild. Mit dir? Der ist lost, oder wie? Mietz, was machst du denn? Kann ich... Änder mal die Musik. Oh, es ist doch schön, oder Leute? Und dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den Programmierern. Merken. Zu dem Programmierer hin, wenn wir hier uns alles angeguckt haben. Essen die das wirklich? Ursprünglich hatten sie keinen Verdauungsapparat. Vielleicht haben sie sich irgendwie weiterentwickelt, indem sie Menschen nachahmten. Meinst du, ich sollte mal was davon probieren? Ich möchte nicht respektlos gegen ihre Lebensweise sein. Was soll ich dazu sagen? Oh, können wir irgendwas Cooles damit machen? Können. Jawohl. Ja, nein. Oh, Scheiße. Hat funktioniert. Rein damit. Gab es noch irgendwelchen Trottel, der sofort versucht hat, mit der Katze alle Kugeln zu versenken? Warte mal, wo ist die Weiße? Wo ist die Weiße? Schon versenkt. Scheiße. Ja, komm, noch zwei Kugeln. Dann ist die Katze der Gewinner. So, jetzt noch eine Kugel. Ja. Und zack, Katze gewinnt. Hallo. Das ist die Zeitung von den Leuten, die oben auf Ebene 2 wohnen. Sie ist zwar schön ein paar Jahre alt, aber es lohnt sich, sie zu lesen. Okay. Was bringt mir das? Ein Notenblatt. Ja, denn das ich nicht... Da ist eine Winkelkatze. Lass mal alles hier umstürzen und wegstürzen. Wer kennt's nicht? Gibt's denn sonst hier nichts für mich? Außer, dass ich Flaschen von den Tischen fegen kann. Nein, gut. Ah, okay. Aber wo bin ich hier? Das ist eine... Gute Frage. Da ist das Öhmchen. Da ist Trulla.
Was ist da oben? Ach, die beiden. Ja, ja, genau, die beiden. Dann müsste hier irgendwo der Programmierer sein, oder? Oh Leute, das mit der Orientierung ist einfach mal so gar nicht vorhanden. Aber ist schon klar, dass so eine Katze kein Google Navi hat, ne? Nee, du bist der Tauschheini? Das interessiert mich nicht. Mit Joris sprechen. Okay. Kann ich? Okay. Nee, ich kann irgendwie nichts mit denen machen. Hätte ja sein können, dass man ein bisschen mehr mit dem machen kann. Aber wir können ihm das Notenblatt hier geben. Yo, man, ich hab was für dich. Aber klar. Das hat die Katze gerade so gesagt. Morgen übermorgen. Klingt cool. Schau dir das an. Ja, hau raus. Das letzte war ein bisschen schmissiger. Aber ist okay. Oh, da sind Automatens, mit denen ich nichts machen kann. Gut, ich lass dich mal weiter deine Musik machen. Hast du gut gemacht. Nein! Ach, nicht komplett runter. Nein! Katze! Dahin, 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 dahin. Eine Erinnerung. Erstaunlich, die Gefährten haben sich enorm weiterentwickelt. In Anfang ahnten ihre einfache KI die menschliche Kunst lediglich nach. Jetzt haben sie ihre ganz eigene. Die Menschen haben oft gesagt, dass es in verzweifelten Situationen wichtig ist, künstlerisch tätig zu sein. Dies sind zweifellos verzweifelte Zeiten. Okay. Ich sammle also immer mehr Erinnerungen. Und hier komme ich, glaube ich, aufs Dach. Kann das ist. Der Kern ist, Leute. Ich komme hier aufs Dach rauf. Nicht schlecht. Nicht, dass ich schon hier hin wollte, aber... Ich will wissen, was es hier so gibt. Hey, du. Oh nein, nicht schon wieder. Tja. Kann ich dir auch nicht helfen. Weil die so tollpatschig ist. Bringt mir das was? Ich weiß es nicht. Ich mach's noch nicht. Oh, eine... Belüftungsversorgung. Was kann ich denn damit machen? Kann ich das vielleicht irgendwo anders einsetzen? Oh, ich kann da rein. Okay. Oh, Leute. Ich entdecke hier ja völlig neue Geheimnisse. Die mir was genau bringen? Okay. Was ist da oben? Dosen. Dosen. Ich will sie weg. Zack. Weg damit. Weg mit den Dosen. Ja gut, ich habe letzte Folge nichts getrunken, ist wichtig. Sie mir ja und beim Trinken war wohl gut. Kann ich die Tür aufmachen? Ist aber nicht, ne? Na gut, dann gehen wir mal aus dem Fenster raus. Nee. Irgendwie springt sie manchmal auch ein bisschen wild. Aber jetzt bin ich doch wieder hier. Was hat mir das gebracht? Das kann es nicht sein. Ah, das war falsch. Lass mal nochmal. Weil ich habe das bestimmt ja nicht aus Langeweile gekriegt. Dann nochmal rein.
rein. Genau. So. Nochmal durchs Fenster durch. Ich will wissen, warum ich dieses Fenster aufmachen konnte. Okay. Dann kann ich darüber? Kann ich irgendwas machen, außer darunter? Nee. Wow. Nee, was bringt mir das denn mit dem Fenster? Irgendwas übersehe ich, Leute, und ich habe gerade keine Ahnung was. Boah, was habe ich denn jetzt gemacht? Dann gucken wir mal, was es hier drüben gibt. Tische, die ich leer fegen kann. Gut, das ist wichtig. Viel zu viel zu erkunden, Leute. Viel zu viel zu erkunden. Hier ist noch einer. Nee, doch keiner. Sah so aus. Doch. Diese Lichtkreise sind schon anzuschauen, aber ich möchte einen Tag den echten Himmel sehen. Aha. Hier könnte ich schlafen, wenn ich wollte. Aua. War vielleicht ein bisschen hoch. Fernbedienung? Geht das? Jetzt? Na gut, dann nicht. Ah, das bringt mir auch nichts. Da kann ich nicht rüber. Warum haben die eigentlich einen Taubenschutz? Ich frage ja nur. Runter, 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 runter. Eine Katze, ich muss sowas machen, ja. Oh, da ist ja noch jemand. Ich komme sofort zu dir, wenn ich alle Töpfe hier runtergefegt habe. Ach, das schöne Geräusch zerstörender Dinge. Schön, schön. Okay. Jo. Ey, du. Bist es. Was für ein komisches kleines Kerlchen. Aber irgendwie strahlst du aus. Ich fühle mich veranlasst, dich zu streicheln. Aber tu es nicht, weil ich nicht weiß, warum. Kann... Oh, er will mich nicht streicheln. Das ist gemein. Ich werde bestimmt... Nein. Gerne gestreichelt. Also als Katze, Leute, als Katze. No offense, hier mir nichts unterstellen. So, wo möchte ich hin? Nein. Darüber. Da kann ich nicht hoch. Da kann ich hoch. Da kann ich hoch. Ein Notenblatt. Na, schau mal einer, guck. Was ist das für ein Geräusch an der Tür? Wahrscheinlich nichts. Danke, ihr Penner. Ich verstehe schon. So. Oh, was ist denn hier? Wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Außer an einem Ort, wo ich mehr Dinge kaputt machen kann.
kaputt machen. So wie das hier. Leute, so wie das hier. Und hier. Ist mir alles zu unordentlich. Alles zu unordentlich. Zack, weg, weg. Zigaretten haben wir auch nichts verloren. Das Rauchen ist ungesund. Bin Maschine vermutlich nicht, aber sei es drum. Aber wo bin ich hier? Kann mir irgendjemand erklären, wo ich hier bin? Ah. Notizbuch von Clementine. Es ist ein seltsames Notizbuch mit einem Symbol drauf. Das hier scheint jemand namens Clementine zu gehören. Alles läuft nach Plan. Wir haben es geschafft, Das ging zu schnell. Obere Ebene zu kontaktieren, bevor der Sendeempfang abgestürzt ist. Sie sind an einem Ort namens Stadtmitte und scheinbar gibt es dort irgendeine unterirdische Macht. Ich habe vorhin mit Moma gesprochen. Seine Augen... Ich kenne diesen Blick. Er wird nicht mit uns kommen. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es wird später wahrscheinlich nützlich sein. Wir sollten zu diesem Momo gehen, von dem uns der Wächter erzählt hat. Nee, ich bin noch beschäftigt. Ich kann nicht auf dem Tastatur rum... Das ist ja unfair. Aber mehr kann ich hier nicht machen, ne? Nee, mehr kann ich hier nicht machen. Aber dann will ich doch mal wieder auf den... Boden. Aua. Das klingt immer so, als würde sie sich was brechen, wenn sie so springen. Hier sind die beiden Dudes. Kann ich da rüber springen? Da kann ich nicht rüber springen, ne? Nö, das geht nicht. Okay. Aber ich kann hier aufs Dach. Und die Frage ist, bringt es mir was, hier aufs Dach zu kommen? Very interesting question, Leute. Das bringt mir schon mal gar nichts. Da komme ich nämlich nicht drüber. Nö, da komme ich wirklich nicht rüber. Oh, hier ist eine Erinnerung. Sieht so aus, als wollte dieser arme Kerl auch auf die obere Ebene. Ja, ich erinnere mich. Die Stadtmitte ist dort oben, weit weg von all dem Müll und diesem Sichtum der Slums. Selbst in düstersten Zeiten konnten die Menschen nicht anders, als sich in verschiedenen Gesellschaftsklassen aufzuteilen. Damals waren viele Leute aus den Slums bereit, alles zu tun, um nach oben zu ziehen. Anscheinend haben Roboter auch dieses Verhalten übernommen. Ja, nun, ne? Okay. Komme ich irgendwie hier runter, ohne mir die Pfoten zu brechen? Aus, denke ich mal. Wie finde ich denn jetzt idealerweise wow. Katzapult! Warum habe ich das jetzt bekommen? I don't know. Ich bin auf der anderen Seite, okay. Ups, da bin ich aber ein bisschen knapp gesprungen. Ich kann bestimmt irgendwas noch hier machen, oder? Da hinten ist nämlich so ein rosa Licht. Blaues Licht, meinte ich natürlich. Nächste Folge, weil wir haben jetzt nur noch eine Minute, gehen wir dann mal rüber zu dem Programmierer. Was bist denn du für einer? Ach, du bist... Ja, okay. Nicht geht, dass ich hier... Ich komme da gar nicht hin. Ne, da komme ich echt nicht hin. Schade. Oh, warum ist die Musik denn jetzt auf einmal so spannend gemacht? Um den Safecode zu knacken, brauchen wir jemanden, der das kann. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall zu dem Programmierer. Da kommen wir gar nicht drum rum. So, aber... Wir können bestimmt auch... Ich bin mir sicher, ich kann mit dem irgendwas machen. Egal. Irgendwas
Erstmal finde ich noch aus, was ich mit dem machen kann. Ist immer noch am Putzen. Sorry. Er hört gar nicht auf, sich zu beschweren. Ja, dann ist das wohl so. Ja, dann bin ich falsch. Da ist der Musiker, glaube ich. Da will ich hin. Das schaffen wir auch in 16 Sekunden noch, ihm das Notenblatt zu geben. Ah, nein, wir sind hier falsch. Aber egal, das ist auch ganz gut. Ich glaube, das ist auch das ziemlich das Letzte, was er hat. Aha. Okay. Unverschämter. Seit wann sitzt denn da? Wir haben Glück, dass wir die Gegenstände haben, um uns gegen die Sorks zu verteidigen. In Slums gibt es viele Bedrohungen. Vorsorge ist das A und O. Gebracht hat mir das jetzt aber nichts. Boah, ist wirklich echt dreckig. Mit dem habe ich schon geredet. Ich habe noch was für dich, das kriegst du jetzt noch. Aber claro. Und zwar... das da. Ballade des einsamen Roboters. Okay. Schauen wir mal. Ich finde das ein guter Abschluss. Nächste Folge suchen wir dann den Programmierer und schauen mal, was der uns helfen kann mit dem Safe. Und ansonsten, ja, mal gucken. Ich glaube, die Erinnerungen sind tatsächlich aufgeteilt. Nee. Putzen. Okay. Wie viele Erinnerungen gibt es denn? 1, 2, 3, 4. Hier. Ob die wohl alle in den Slums sind? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass die hier alle in den Slums sind. Na gut. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann schauen wir mal, was wir hier machen können. Wie uns der Programmierer weiterhilft. Und ich bin mir sicher, dass irgendwas, dass der fallen kann. Das hat auch noch eine Bedeutung. Also, haut rein.